Nächster Redner ist Christoph Lengle von der FPÖ Vorarlberg. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister. Ein paar Sätze auch noch kurz zu diesem Tagesordnungspunkt 13 und zu diesem Abkommen. Also wir Freiheitliche teilen da die Meinung der Kollegin. Wir sehen das auch recht kritisch. Selbstverständlich sind wir natürlich für den Standort Wien und auch mit den unterschiedlichsten Einrichtungen der UNO. Aber diese Sonderprivilegien bezüglich dieser Schule sehen wir auch nicht ein. Kurz mache ich hier aber auch noch einen Abstecher zu einem etwas anderen Thema. Und zwar möchte ich gerade in diesem Zusammenhang die Bundesstellen ansprechen. Es kann nämlich nicht sein, meiner Meinung nach, dass von 69 Bundesstellen insgesamt 4 nur in den Bundesländern sind und alle anderen in Wien disloziert sind. Ich denke, dass es sicherlich vorteilhaft ist, wenn es in Österreich ähnlich wie in der Schweiz oder Deutschland organisiert wäre und die Bundesstellen etwas besser aufgeteilt wären. Die Bundesländer würden sicherlich davon profitieren und es wäre auch eigentlich dann einmal dem Prinzip der Bundesverfassung Genüge getan, dass hier auch ein bundesstaatliches Prinzip gelegt wird. Vielleicht sagen Sie was dazu, Herr Minister. Vielleicht gibt es da bereits Absichten. Auf jeden Fall würde ich mir das von der Regierung einmal wünschen. Zurück zum Abkommen. Unterstreichen möchte ich, dass wir eben das Ganze kritisch sehen. Der Grund für unsere Ablehnung ist, dass wir die rund 15 Millionen Steuergeld für die nächsten 4 Jahre als Beitrag für die Vienna International School nicht als gerechtfertigt empfinden. Es werden ja auch hier die Liegenschaft zur Verfügung gestellt und eben auch die angesprochenen Gebäudeerhaltungskosten übernommen. Und es gibt auch sicherlich andere Einrichtungen hier in Österreich und in Wien, Stichwort Vienna Danube School, die nicht gefördert werden und hier eben eine einseitige Förderung dieser Schule stattfindet. Grundsätzlich haben wir Freiheitliche selbstverständlich nichts gegen Privatschulen. Wir sehen aber hier eben eine Ungleichbehandlung. Interessant ist auch, dass gerade nur diese Schule gefördert wird. Und das ist deswegen sehr interessant, da diese Schule auch sehr große und hohe Rücklagen hat, die sich ungefähr mit der Fördersumme decken und zusätzlich noch andere Rücklagen in petto hat. Ja, der Protestbrief ist angesprochen worden und ich denke auch, dass es sehr unglaublich ist, dass hier rund 29.000 Euro bezahlt werden müssen, wenn man hier sich in dieser Schule einschreibt. Wir Freiheitliche sagen Ja zur Bildung, Ja zu Kindern und Ja zu Schulen, aber eben Nein zu einer Ungleichbehandlung. Danke. Christoph Lengle von der FPÖ Vorarlberg sieht keinen Bedarf für Sonderprivilegien für die Vienna International School. Eine einseitige Förderung der Schule lehnt er ab.